heute mal eine Beichte, denn ich stehe ja immer vor der Kamera, vorm Licht und erzähle euch was über Gold, Silber, Platin, Palladium, über Edelmetalle und es ist wahrscheinlich so, dass 80-90% von euch wesentlich öfters auf die Goldkurse schauen wie ich. Das heißt, es kann schon mal vorkommen, dass ich über ein paar Tage, wenn mich die Leute fragen, so wie hat sich der Goldpreis entwickelt, ich sage, keine Ahnung, ich habe nicht geschaut. Und das liegt gar nicht dran, weil ich wenig Zeit mit Recherche verbringe, sondern einfach, weil es, und das will ich in diesem Video mal kurz erklären, weil es für mich persönlich nicht wirklich relevant ist. Klar, für mich als jemand, der Menschen auch im Bereich Edelmetalle berät, sollte man immer ungefähr ein Gefühl haben, was passiert. Ja, ich sage mal ganz klassisch, Silber, Short Squeeze, sollte man sich damit beschäftigen, was ist es, was passiert da? Wie sind die allgemeinen Makrodaten? Das heißt, ich beschäftige mich sehr viel mit den Hintergrundinformationen. Was sind aktuell die Goldpreise? Wie sind, ja, also ich schaue, ich bin jemand, ich sag mal, wie man es im Value Investing machen wird, ich schaue mir nicht den Kurs an, sondern ich schaue mir erstmal an, was steckt dahinter, was ist denn, wie ist die Nachfrage aktuell, wie ist das Angebot, das will ich euch erzählen, denn den Goldpreis und Silberpreis, den könnt ihr anschauen und wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Prognosen mit irgendwelchen Charttechniken, mit Fibonacci-Charts und so weiter machen und sagen, oh, die Wahrscheinlichkeit, dass morgen um 10% höher steht, ist so und so viel Prozent, ja, super. Ihr müsst aber verstehen, für ein langfristiges Investment macht es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Ja? Denn im Endeffekt geht es nicht darum, dass unsere Anleger oder unsere Kunden großes Interesse haben, jeden Tag die Edelmetallmärkte zu checken. Unseren Kunden ist es wichtig, Chancen zu erkennen mit unserer Hilfe und ihr Vermögen mittel- und langfristig zu sichern und aufzubauen. Ob die Edelmetallmärkte jetzt kurzzeitig mal um 1-2% fallen oder steigen, ja, so wie jede Zeitung über jeden Kursrückgang schreibt, Gold vor dem Aus, Silber, die Katastrophe beginnt, ja, sollte man als Anleger vielleicht manchmal, und das will ich dir mitgeben, sich ein bisschen zurückzunehmen. Klar, man kann sich jederzeit informieren, aber auch Bewegungen immer ein bisschen einordnen. Denn viel wichtiger ist es doch, gerade mal zu überlegen, was passiert denn gerade? Und das ist das, was mich viel mehr interessiert. Was passiert denn gerade mit den Silberminen? Wie werden denn Kunden gerade abgedeckt? Ja, und wenn die Leute immer sagen, oh, Edelmetalle, ja, die kann ich immer kaufen und Edelmetalle überhaupt kein Problem und oh, die kaufe ich später mal und die kann sie immer wieder verkaufen und so weiter. Ich beschäftige mich damit, wie ist es denn? Bekommen aktuell alle, die Edelmetalle haben wollen, überhaupt Edelmetalle? Das ist das, mit der Frage beschäftige ich mich. Und die Aussage ist ganz klar nein. Ja, über mehrere Wochen bekommen australische Kleinkunden kein Silber, weil Silber zum Beispiel gerade in großen Mengen in große ETFs geht. Ja, auch die Frage, kann ich Edelmetalle jederzeit verkaufen? Auch da, das sind die relevanten Fragen, die für den Kunden wirklich wichtig sind. Die sind wichtiger, als ob der Goldpreis 5% höher oder niedriger ist. Weil im Endeffekt geht es darum, ob der Kunde seine Vermögenswerte wieder loswerden kann, also wieder umtauschen kann in Geld. Das ist für den Anleger nicht wirklich entscheidend. Die nächste Frage, die entscheidend ist, wie ist es denn mit der Lagerung? Was habe ich denn davon, wenn der Goldpreis 5% rauf oder runter geht, wenn der Silberpreis 5% rauf oder runter geht? Wenn ich meine Edelmetalle daheim lager, vielleicht im Urlaub bin und mir wird meine Hütte ausgeräumt, dann habe ich auch nichts davon. Also auch die Lagerung ist extrem wichtig, mit dem sollte man sich beschäftigen. Und deshalb kam es tatsächlich manchmal vor, dass ich wirklich so ein bisschen im Nachgang schauen muss, hey, wie haben sich jetzt Gold und Silber überhaupt die letzten 2-3 Tage entwickelt, weil es im Endeffekt für einen langfristigen Investor keinen großen Unterschied macht. Denn wenn wirklich was an den Edelmetallmärkten passiert, wirklich was Starkes, ein starkes Signal wie der Short Squeeze zum Beispiel, das bekommt jeder mit. Ja? Also wenn wirklich was passiert, das bekommen wir mit. Das ist so ein bisschen wie mit Fernsehschauen. Ja klar, ich kann jeden Tag Fernsehschauen, weil ich sage, da verpasse ich was. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, wenn wirklich was auf der Welt passiert, dann bekomme ich so und so mit.
Und so sehe ich das. Es gibt Informationen, die für mich wesentlich relevanter sind, wie der tagesaktuelle Gold- und Silberkurs. Heißt natürlich nicht, man sollte ein bisschen Auge drauf haben, aber im Endeffekt geht es um viel wichtigere Sachen, nämlich für ganz klar einfach gesagt das Anlegerbedürfnis. Ja, wie geht es dem Anleger? Was kann der Anleger mit Gold und Silber machen? Wie ist gerade wirklich die Verfügbarkeit der Edelmetalle? Was passiert denn da im Hintergrund? Also eigentlich, ja, könnte man so sagen, viele beschäftigen sich damit, was ein iPhone kostet. Ich glaube, man sollte sich die Frage stellen, nicht was es kostet oder schauen, oh, wie viel kostet gerade eins auf eBay, sondern die Frage ist, was bedeutet es, wenn ich sowas im Alltag habe? Was kann ich mit dem machen? Vor was muss ich mich vielleicht schützen? Was sind die Chancen? Was sind die Risiken? Genauso bei Edelmetallen. Auf was muss ich achten? Was ist wirklich relevant? Und der Preis ist es in der Regel nicht. Es ist, dass du zertifizierte Ware hast, dass du dich um die Lagerung kümmerst, dass du dich um die Verfügbarkeit kümmerst, dass du also deine Edelmetalle jederzeit kaufen, verkaufen kannst. Dass du, na, was gibt es sonst noch? Dass du auf die Steuerung achtest. Ja? Das sind alles wichtige Punkte, die wesentlich wichtiger sind wie der tagesaktuelle Goldpreis. Denn der letzte Punkt, und das ist meiner Meinung nach das Spannendste, ist, wie kann ich den Edelmetall so kaufen, dass mir der Goldpreis egal ist? Wirst du sagen, hä? Viele unserer Kunden nutzen die sogenannte Cost-Average-Strategie. Und die ermöglicht es dir, dass du im Laufe der Zeit einen Durchschnittskurs bei Edelmetallen bekommst. Und dann, wenn du so investierst, dann ist es auch ziemlich egal, wo gerade die Edelmetallpreise sind. Denn wenn sie wirklich mal wieder fallen sollten, viele unserer Kunden kaufen dann einfach nach, weil sie wissen, fallende Kurse, also wenn es mal um 10% runtergeht, super. Wenn es nach oben geht oder ansonsten, kaufen sie einfach monatlich einen fixen Betrag. Dadurch nehmen wir wirklich ein großes Risiko raus und ja, das wollte ich dir heute mal mitgeben. Nicht nur auf das eine zu schauen, sondern auch wirklich auf die Sachen, die darunter liegen, die im Endeffekt wirklich den Unterschied ausmachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.